Ja, heute wollte ich euch nochmal zeigen von der neuen Idee, die ich da aktuell habe. Ihr kennt ja hier diese kleinen Munitionskisten aus Metall. Kann man für den Deckel abnehmen hier. Da habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich habe mir hier schon einmal ein bisschen ein Blech zuschneiden lassen. Das soll Folgendes werden. Das werde ich so passend machen, dass mir das hier oben auf die Kiste passt. Also ein bisschen eingearbeitet. Naja, schon weg. Ja, also so ungefähr. Und da habe ich mir überlegt, hier soll ein Akku rein. Hier sollen USB-Ladebuchse, ein Schalter, ein Anschluss für eine Antenne. Und eine Ladebuchse soll da noch rein. Und das Funkgerät. Und auch noch Platz für das Mikrofon. Das Ganze soll so gebastelt werden, dass ja in derselben Größe unterschiedliche Funkgeräte gibt. Hier die Albrecht 6110 als Beispiel. Dann gibt es von Team die Minicom. Die hat den Vorteil gegenüber der Albrecht, dass die hier die Tasten, dass die beleuchtet sind. Finde ich also persönlich ein bisschen schöner, gerade für so ein Projekt. Und dann gibt es natürlich auch von Team PMR oder Freenet Funkgerät. Die heißt Mico Mobile. Gibt es auch als Betriebsfunkversion, die können dann die Amateurfunker nutzen für den 2 Meter Bereich oder für 70, das muss man sich halt überlegen. Mikrofon ist natürlich immer da dran. Und diese Geräte, ich weiß nicht, gibt glaube ich noch andere, CRT oder sowas ähnliches, die haben alle etwa die gleiche Größe. Und meine Überlegung ist dann eben, das Ganze so zu konstruieren, dass das hier aus dieser Box rausnehmbar ist. Ja, das kann auch drin bleiben dann, aber nur um das Funkgerät zu wechseln. Das soll dann da irgendwie so hin. Hier an der Seite ein Ausschnitt, dass man das Mikrofon reinstecken kann. Hier die Zigarettenanzünderdose, Ladebuchse, Schalter. Hier unten noch ein paar Löcher für Lautsprecher. Extra Lautsprecher will ich in dem Fall nicht verbauen, sondern mit dem Schall, der Druck, den muss ja, man muss ja irgendwo ein bisschen hier raus, würde ich ja nur mit Löchern arbeiten. Ja. So viel erstmal zu der Idee. 7,2 Amperestunden, 9 Amperestunden Akku will ich hier reinbasteln. Mal schauen, wie weit es funktioniert. Ja. Das ist mal das Erste. Ich habe dann auch mir schon überlegt, was ich natürlich hier gerne immer dabei hätte. Das ist einmal hier eine Wurfantenne, zum Beispiel für einen CB-Funk, wenn ich ein CB-Funkgerät hier in die Kiste eingebaut habe. Das gleiche habe ich hier nochmal als Teleskopversion für eine CB-Antenne. Finde ich also ziemlich praktisch. Die hat zwar hier, weiß nicht wie sich der Anschluss nennt, habe ich auf jeden Fall einen Adapter auf PL. Wenn es dann hier eingebaut ist, sollte das funktionieren. Das Schöne an der Antenne hier ist, dass die von der Länge her in so eine Box passt. Ja, das ist mal das Erste. Dasselbe habe ich hier auch nochmal als Teleskopantenne für den 2 Meter Bereich, also oder 2,70 Meter ist das, für Freenet oder PMR oder 2 Meter für die Funkamateure. Ja, das würde auch noch da hier hinpassen, je nachdem welches Gerät ich dann hier in die Kiste einbaue. Das möchte ich natürlich wechseln können. Und ich habe noch eine Antenne gefunden, die hier auch in die Kiste passen würde. Allerdings ist da ein bisschen ein Kabel dran. Das ist diese billige Magnetfußantenne. Da könnt ihr den Fuß zum Beispiel abschrauben oder auch dran lassen. Und das sollte dann so konstruiert sein. Hier ist ja auch eine Feder drin, ein Knick. Das heißt also, das passt hier so. Wenn ich das jetzt quasi hier befestige, könnte ich tatsächlich diese Antenne, ohne dass sie größeren Schaden nimmt, in der Box auch noch unterbringen oder auch unterbringen. Das war für mich so das Wichtigste.
Das ist jetzt aktuell meine Idee. Ich habe leider noch nicht alle Teile. Wenn es dann soweit ist, dann sag ich mal Bescheid. Ich dachte halt, es wäre halt ganz schön, da das ja doch ein sehr gutes Packmaß hat und sich das auch einfach zu tragen lässt, das eben so zu machen. Und das Ganze werde ich auch so machen, dass ich hier keine zusätzlichen Löcher einbohre, damit das Ganze nämlich wasserdicht bleibt. Ja, so als Idee für einen, weiß nicht, Notfunkkoffer oder so. Ach ja, hab noch eine Antenne-Idee gehabt. Also auch natürlich jetzt nicht für so eine große Reichweite. Es gibt ja diese Antennen hier für den CB-Funk und 2 Meter mit diesem BNC-Anschluss. Gibt es auch hier diese Adapter. Kann man dann direkt draufstecken, so als Winkeladapter. Und wenn ich diese Box jetzt irgendwo so hinlege und habe dann hier mein Teil eingebaut, kann ich das also so auch im Winkel verstecken. Ja, mehr wollte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das so bastel und wie das dann so aussieht, dauert halt noch ein bisschen, bis alle Teile da sind, dann bleibt dran!